Commit After Work. Der Business Talk wird präsentiert von Commit, der idealen Softwarelösung zur digitalen Pflege von euren HR-Daten. Willkommen zu Commit After Work, unserem ganz persönlichen Business Talk. Mit Marken wie Ragusa oder Torino gehört Chocolat Gammy Bloch Esso in Gurtlari im Berner Jura zu einer der beliebtesten und bekanntesten Schweizer Marken und das mit internationaler Ausstrahlung. Und ich freue mich sehr, dass heute der CEO von Gammy Bloch mit mir im Studio, Daniel Bloch, herzlich willkommen. Merci, Herr Odermatt. Herr Bloch, Sie führen das Unternehmen seit bald 25 Jahren in dritter Generation. Und ich habe in einem Interview von Ihnen eine Aussage gefunden. Sie haben gesagt, Ihr Grossvater, der Gründer, sei ein hervorragender Kaufmann gewesen und Ihr Vater ein herausragender Leader. In was sind Sie so richtig gut? Ja, man kann sich selber nicht immer gut einschätzen. Aber ich hoffe, ich habe von beiden Generationen etwas mitbekommen. Ich glaube, jede Generation muss lernen von den Vorangehenden und seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, kaufmännisch habe ich auch etwas übernommen und Leadership ist auch wichtig. Das ist ein gutes Stichwort, das Sie geben. Oder man muss den eigenen Weg finden. Wenn wir mal zurückschauen auf das Jahr 2020, wo Sie die Geschäftsleitung übernommen haben. Sie haben in einem Interview gesagt, es gäbe eigentlich fast kein grösseres Drama, als auf dem Zenit müssen, in Anführungszeichen, einsteigen. Mit was für Gedanken schauen Sie so an den Start von Ihrer CEO-Tätigkeit? Ja, also das war, als ich angefangen habe, so die Gesamtverantwortung zu übernehmen für die Firma, ist eigentlich, wo mein Vater ist gegangen. Formell ist schon ein bisschen vorher, hat man mir da hochklingende Titel angehängt, aber eigentlich ist erst, als er gegangen ist, habe ich die volle Verantwortung übernommen und man hat mich gefragt, was ist einfacher, von einer sehr erfolgreichen Person etwas zu übernehmen oder von einer weniger erfolgreichen. Und ich glaube, wenn jemand zu erfolgreich ist, wird es schwierig. Weil wenn jemand alles erreicht hat, oder, ist es schwierig, eigene Akzente zu setzen. Und es geht nicht einmal um Zahlen oder so, aber es geht eigentlich so ein bisschen um Orientierungen. Und dann wird man mehr oder weniger der Verwalter von dem, was man übernommen hat. Und ich glaube, mein Vater hat in seiner Weisheit mir noch ein bisschen Raum gelassen für eigene Akzente. Was natürlich auch schön ist, oder? gar nicht davon aus. Es hat sich unglaublich viel verändert über die Jahrzehnte. Und eins, wenn man sich schlau macht, auch über die Firma Gammy Bloch, kommt immer eins raus, dass die Familientraditionen, die Werte, einen unglaublich hohen Stellenwert spielt. Man liest auch, dass sich vieles verändert hat, aber das immer noch gleich geblieben ist. Was für Werte sind das? Wie führen Sie? Was erwarten Sie von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also, es sind Werte, die wir definiert haben bei Gammy Bloch. Es sind vier, aber das ist noch heikel, wenn ich jetzt die aufzählen muss und eins vergessen. Also, das Gehör, Croissance, Kreativität und Kredibilität. Also, wir halten unser Versprechen, wir wollen handeln, wir wollen unternehmerisch sein. Croissance ist mehr im Sinn von, wir haben Kompetenzen, die wir ausbauen wollen. Und Gehör ist eine Zugehörigkeit zum Betrieb. Und ich glaube, das sind Werte, die uns verbinden. Jeder ist nachher ein eigen. Aber die Werte verbinden uns. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass eine Unternehmung das Wesentliche von einer Unternehmung ist, dass sie Menschen verbindet, die das gleiche Ziel verfolgen. Und gerade in der dritten Generation, wenn ein Unternehmen etabliert ist, besteht ein bisschen Gefahr, dass jeder ein bisschen sein eigenes Projekt hat. Oder? Also man ist sehr gut organisiert, strukturiert, hat viele Abteilungen und überall gibt es so Teilgeschichten. Und meine Aufgabe ist halt, dass eine übergeordnete gemeinsame Geschichte verfolgt wird und da helfen mir die Werte. Das ist ein spannender Punkt. Oder? Ich glaube, gerade jetzt im 2024 wird auch immer das Thema Leadership und Führung thematisiert. Ist eben genau das, was Sie sagen, das ist etwas, was für Sie persönlich ein zeitgemässer Patron, sozusagen, ein zeitgemässer CEO ausmacht, dass man eben die Fähigkeit hat, die Leute zu motivieren, einfach die gleichen Werte und so das Unternehmen vorwärts zu reiten? Oder was ist für Sie so ein zeitgemässer Patron, dass Sie sagen, so will ich sein? Ja, also ich glaube, es geht um die Qualität der Produkte und es geht auch um menschliche Qualität.
Es geht darum, dass man nicht nur rückwärts schaut, also Tradition, es geht auch das Unternehmerische, wo man muss immer lebendig behalten, also man muss eine lebendige Firma sein und die Leute müssen Freude haben, zu arbeiten und dann sind sie auch bereit, echten Beitrag zu leisten, und zwar nicht nur intellektuell, sondern auch persönlich, etwas Emotionales einzubringen. Und ich glaube, das gibt einfach eine ganz andere Energie. Ich glaube, was wichtig ist für mich, ist Nahbarkeit, dass man nicht irgendwo sich zurückzieht in eine Teppichetage, was natürlich bei einer Grössenordnung wie unserer Firma auch einfacher ist. Wir sind 180 Leute, oder 160, je nachdem, wie man es rechnet. Und das ist so eine Grösse, die ich cool finde. Also es ist gar nicht das Ziel, viel grösser zu werden, unbedingt. Ja, und ich meine, es ist das Business, so das Schocki-Business sozusagen. Ich habe es bei der Moderation gesagt, sie sind eine absolut etablierte Marke, bekannt, beliebte Brands. Und gleich, oder, das Marktumfeld ist auch nicht immer gleich einfach. Jetzt gerade aktuell, Gaggo-Preise haben sich vervierfacht über gewisse Monate hinein. Die Kostenstruktur, die ist unter Druck. Wie gehen Sie auch mit Ihrer Erfahrung, die Sie haben, wie gehen Sie mit solchen Situationen um? Weil ich kann mir vorstellen, man kann ja nicht eins zu eins noch die höheren Kosten überwälzen auf Konsumentinnen und Konsumenten. Ja, also ja, das gibt, vorher habe ich mich daran erinnert, als mein Vater gestorben ist, habe ich gesagt, je unruhiger es um ihn herum geworden ist, der Sturm, desto ruhiger ist er geworden. Wenn es ruhig war, hätte er unruhig werden können. Und ich habe es ein bisschen ähnlich. Also man muss einfach die Ruhe bewahren und ein bisschen auch das Vertrauen haben in die Konsumenten, die sie wollen qualitative Produkte. Und meine, die Kosten, die wir haben, extern, die kommen nicht darum herum, das auf, dass wir die weitergeben. Nicht so dramatisch wie die Kakopreise. Also ja. Konsumentenpreise bewegen sich ja nicht so wahnsinnig dramatisch bewegen von einem Tag aufeinander wie die Kakopreise. Aber langfristig müssen wir natürlich die Preise die Kosten abdecken. Das ist eben, wir haben gesagt, kaufmännisch ist das einfach so. Und das müssen wir weitergeben. Man kann ja vertrauen, wenn man immer die Qualität hochgehalten hat und dass die Leute einem das auch glauben und bereit sein, den Preis zu zahlen. Jetzt vielleicht nicht jeder Konsument, die einen müssen vielleicht mehr schauen und essen, vielleicht ein bisschen weniger Schocke. Ich hoffe, sie müssen dann nicht wegen dem Marken wechseln. Herr Bloch, ich habe, Sie sehen es, oder? Ich habe hier ein Buch vor mir und das mache ich für all meine Gäste. Und zwar tue ich basierend auf dem Vorgespräch verschiedene Anekdoten aus dem Leben vom Gast ein bisschen zusammenfassen. Oh yeah. Und ich würde gerne jetzt hier die nächsten Minuten eintauchen. Und wir würden starten mit einem Blick zurück. Sie sind in La Chaux-de-Fonds aufgewachsen, frankophon aufgewachsen und sind dann mit 7-jährig nach Bern gezügelt, in einen deutschsprachigen Teil. Aha. Vielleicht zum Starten, was sind Sie für einen Bub gewesen? Also ich glaube, sehr. Ich habe so einen Bericht gelesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, dass, wie ich genau war als Bub. Aber ich habe so einen Bericht gelesen von meiner Kindergärtnerin, die hat Madame Ducomain geheißen, und hat beschrieben, sie sei ein bisschen unstet gewesen. Also ich bin sehr viel rumgerannt da in diesem Kindergarten. Dann war es ein Kindergartenbericht. Ich habe aber gefunden, ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis und eine gute Fähigkeit zu argumentieren. Und aber ein bisschen unstet im Verhalten. Also ich konnte mich manchmal aufregen und dann habe ich irgendwie wie den Saal verlassen. Und so war ich offenbar als Bub. Und gewisse Sachen habe ich immer noch. Also nicht unstet, würde ich sagen, aber manchmal ein bisschen, ja, kann ich so ein bisschen temperamentvoll werden. Okay. Und ich habe es gesagt, Sie sind mit 7-jährig von La Chaux-de-Fonds auf Bern gezügelt. Ihr Vater ist deutschsprachig, ja. Ihre Mami frankophon. Ja. Wie haben Sie das erlebt? 7-jährig, oder? Geht auch einiges, ja. Gerade so die erste Klasse. Haben Sie beide Sprachen gut geredet? Oder sind Sie komplett ins deutsche Biotop gekommen plötzlich und die Zweisprachigkeit müssen lernen? Wie ist das so vonstatten gegangen? Nein, also ich habe kein Wort Deutsch können. Und man wollte mich gar nicht in die Schule schicken. Die Kindergärtnerin hat gesagt, ich sei überhaupt nicht schulreif. Meine Mutter hat es dann auch mit der Sprache erklärt. Oder? Und man hat mich dann auch gleich in die erste Klasse geschickt, weil ich relativ schnell habe von Deutsch lernen. Fairerweise muss man sagen, manchmal ein bisschen das
temperamentvolle Verhalten, das wahrscheinlich relevanter ist, dass sie die Sprache nicht haben können. Das hat man dann auch ein bisschen mit der Sprachkenntnis erklärt. Und so hat man die Kindergärtnerin können überzeugen, mich doch in die Schule zu schicken. Mhm. Rechtzeitig. Aber es stimmt schon, ich habe kein Wort Deutsch können. Aber ich habe nicht so Erinnerungen an das, weil ich so schnell habe Deutsch gelernt habe. Es ist einfach relativ schnell gegangen. Ja. Und das ist lustig, aber ich habe letztens so einen Kindergartenfreund getroffen, der gesagt hat, hey, ich sei dann schon mit einer Zeitung in den Kindergarten gekommen. Also, ich habe schon eine Zeitung lesen. Das glaubt er noch heute, aber die Zeitung habe ich einfach so ein bisschen mitgenommen, um, um die anderen ein bisschen zu beeindrucken, wahrscheinlich. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Ihre Kindheit, die sei sorglos gewesen. Mhm. Wie würden Sie das sorglos bezogen jetzt auf Ihre Kindheit charakterisieren? Also, ich hatte eine Mutter, die daheim war. Mein Vater auch, der hat viel gearbeitet, aber er war immer wieder daheim. Wir haben zusammen das Wochenende verbracht. Ich hatte Geschwister, die Laurence und Stefan. Mit denen haben wir immer wieder gute Streitkultur gepflegt. Also, wir haben es aber gut verstanden. Und es war eine stabile Zeit. Wir haben strukturiert, mit immer zur gleichen Zeit zum Mittag und zum Nacht gegessen. Ich habe mich manchmal ein bisschen zurückgezogen, aber das konnte ich auch. Man hat mich in Ruhe gelassen. Ich habe immer ein Vertrauen gespürt von meinen Eltern in meine Fähigkeiten. Manchmal nicht immer zu Recht, aber plötzlich haben sie mal so einen Schulbericht bekommen. Da war ich 12 oder 13, der sie erschüttert hat. Aber sonst im Großen und Ganzen, ich glaube, das Vertrauen einigermaßen rechtfertigen können. Und wie präsent war das Unternehmen? Ihr Vater hat das in zweiter Generation geführt. Ja. Wie viel Raum hat da genommen innerhalb der Familie? Im Tisch hat das wenig Raum genommen. Also mein Vater hat in Gurtlari gearbeitet. Und in Bern haben wir gelebt, in Muri bei Bern. Man hatte also recht einen Abstand vom Arbeiten. Wir sind nicht oberhalb von seinem Büro haben wir gelebt. Und ich muss auch sagen, mit den Freunden, ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Tagesthema war, die Schocke. Ja. Ja. Also klar, ich hatte ein paar Freunde durch das, oder, die gerne den Schocke bekommen hätten. Aber wir haben das immer sehr. Also, es war nicht das Hauptthema, die Schocke daheim. Und auch nicht im Freundeskreis. Ja. Wir hatten ganz andere Themen. Und das ist auch ein Grund für die Sorglosigkeit, dass das nicht das Zentrale war, dass ich nicht über das definiert wurde. Wenn wir ein bisschen weiter vorgehen in Ihrem Werdegang, Sie haben nachher die Anwaltsprüfung gemacht, haben auch als Anwalt dann in einer Kanzlei in New York gearbeitet. Wie ist das zu dem gekommen? Ist das ein Traum, der bei Ihnen entstanden ist? Sie sagen, ich habe Lust auf das. Oder ist das einer, der vielleicht familiär, vielleicht Vater, Mutter gesagt hat, das wäre doch noch etwas für dich? Wie hat sich das entwickelt, dass Sie plötzlich in einer Anwaltskanzlei in New York gelandet sind? Ja, also das war kein Traumjob in meiner Kindheit, Anwalt zu werden. Das ist für die wenigsten Kinder vielleicht ein Traumjob, oder? Aber es war eine realistische Wahl für mich, weil das so ein bisschen meine gewisse Sachen hat noch können weiterentwickeln in meiner Persönlichkeitsstruktur, wo ich heute froh bin, dass ich das gemacht habe. Ich bin froh, dass ich nicht bei Anwalt geblieben bin. Was wäre denn so eine Fähigkeit, wo Sie sagen, das habe ich genau dort gelernt, wo ich heute noch profitiere? Also, ich denke, ich habe schon immer logisch denken, aber strukturieren, oder? Das ist etwas, was ich gelernt habe. Ordnung machen, in einem Rahmen bleiben, den man mir vorgegeben hat, und nicht ständig den Rahmen zu verlassen. Und so. Das habe ich gelernt im Studium. Da bin ich froh, dass ein bisschen Formalistisches, oder, was man dort lernt, war ein bisschen trocken gewesen. Ich habe dann gleich auch während dem Studium ein bisschen den Rahmen zeitweise verlassen im Studium, und das war okay gewesen. Das haben wir durchgehen von meinen Professoren. Wir haben ja auch Bilder von Ihnen bekommen. Das zeigt, Sie sind hier, zweite von links übrigens, in New York mit Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen, oder? Sie haben ein soziales Umfeld aufgebaut, auch in New York. Wäre es mal für Sie eine Möglichkeit gewesen, dass Sie sagen, ich bleibe? Also jetzt muss ich einfach sagen, das war in Georgetown. Dort habe ich so einen Einführungskurs besucht. Ich hatte dann das Gefühl, als Schweizer Anwalt, ich war dann schon Anwalt, habe das Fürsprecher-Examen in Bern gemacht, bestanden, und dachte,
dort würde ich dann sehr gut sein in diesem Amerika. Und ich habe gemerkt, all die Leute, die aus Lateinamerika gekommen sind, die haben erstens mal besser Englisch können als ich. Zweitens, sie waren genauso gut in der Materie, aber sie haben vor allem besser können tanzen. Also, es hat mich dann schon, es hat mich dann schon ein bisschen gechallenged, oder, dort ein bisschen zu wachsen in diesem Georgetown. Und das New York hat mir auch gefallen, es war eine Challenge. Es war eine super Exposure, würde man jetzt sagen, auf Englisch. Also mit konfrontiert mit Kultur, mit jungen Leuten, mit viel Leben. Und das hat mir schon gefallen. Aber als Anwalt dort hätte ich nicht viel länger bleiben. Ich glaube, der Anwaltsjob an sich ist nicht unbedingt das, was mir am meisten entspricht. Sie sind 1994 in Betrieb eingetreten. Und eben, ich habe es gesagt, seit dem Jahr 2000 haben Sie eine Geschäftsleitung inne. Ich würde gerne ein bisschen auf Sie und auf Ihren Charakter sprechen kommen, weil wenn man mit Ihnen redet, jetzt am Vorgespräch, aber wenn man sich auch schlau macht über Sie, dann ist für mich ein bisschen etwas aufgefallen. Sie sind einerseits Familienmensch, Sie haben drei Kinder. Sie sagen aber auch von sich, dass Sie gerne mal ein Individualist sind, dass Sie ein kreativer Mensch sind. Oder? Sie sind auch Autor, wo wir noch darauf zu sprechen kommen, aber auch sehr analytische. Die Gegensätze. Ist das, was Sie charakterisieren? Wie wichtig sind Ihnen die? Ja, also ist natürlich so. Oder? Man hat mich mal gefragt, ob ich nicht ein unkonventioneller Chef bin. Es war so ein Gespräch. Und ich habe gesagt, jeder hat das Gefühl, es sei normal. Und darum ist es für mich noch schwierig zu sagen, ob das etwas Außerordentliches ist, was Sie jetzt da zusammengefasst haben. Aber es charakterisiert mich schon. Für mich ist das normal. Ich habe immer verschiedene Anteile gehabt. Eben, ich habe zuerst Französisch geredet und dann Deutsch, eine französisch sprechende Mutter, einen deutsch sprechenden Vater. Der Hang ein bisschen zu Kreativität und das juristisch-logisch grammatische. Die Sachen habe ich immer ein bisschen in mir gehabt und das verbunden. Und ich glaube, je älter ich werde, desto wohler ist mir da dabei. Ja. Also die Anteile zu verbinden zu einem Ganzen, das mache ich gerne. Jetzt habe ich eben da die Bücher dazu geschrieben und das amüsiert mich. Ob es die anderen amüsiert, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Aber über eine Aussage bin ich schon gestolpert. Das ist, Sie sind einst gefragt worden, was Ihre grösste Schwäche sei. Dann haben Sie gesagt, Ihren Optimismus, das braucht ein bisschen Erklärung. Ja. Ja, erstens mal finde ich es langweilig, wenn man sagt, man sei ungeduldig. Eigentlich mit denen, genau. Ja. Nein, Optimismus heisst, ich glaube immer an das Gute, solange es irgendwie geht. Aber ich komme manchmal zum Punkt, wo ich nicht mehr daran glauben kann, weil einfach ich sehe, es geht nicht, es funktioniert nicht. Dann tue ich relativ schnell intervenieren. Zur Überraschung von meinem Umfeld, manchmal, weil die haben mich so lange, habe ich nichts dazu gesagt und so. Aber manchmal ist es halt dann nötig, dann interveniere ich ein bisschen spät und die Leute kommen dann auch nicht nachher. Jetzt habe ich doch schon. Aber das ist eben Ausdruck vom Optimismus. Solange es einigermaßen gut geht, habe ich nicht das Gefühl, ich müsste mich täglich Sorgen machen. Und nachher, manchmal werde ich enttäuscht von Leuten, die ich geglaubt habe, nein, sie werden mich nicht enttäuschen, aber ich habe dann beschlossen, wegen dem Optimismus nicht aufzugeben, sondern das zu absorbieren. Man wird halt ein paar Mal enttäuscht, wenn man so funktioniert. Dafür wird man in 90% der Fälle bestätigt. Und gibt den Leuten auch Kraft, oder den anderen. Ich kann so tun. Von dem her ist es gar nicht so eine Schwäche. Ja, ich glaube, eine Perspektivenfrage, oder wie man es so aber wird. Für andere Leute, also, glaube, für mein Umfeld, komme ich manchmal ein bisschen überraschend über. Plötzlich funktioniert so etwas nicht mehr funktionieren. Ich habe gesagt, oder, wo ich vorher gesagt habe, einerseits analytisch, das haben Sie gesagt, kommt auch aus dem ehemaligen Anwaltsberuf, sehr kreativ. Und die Kreativität, die äußert sich, Sie haben schon ein bisschen angetönt, Sie sind Autor. Sie haben jetzt gerade vor kurzem, am 9. September, Ihr zweites Buch veröffentlicht. Und Sie sagen, dass Sie einfach eine Leidenschaft haben, Geschichten zu erzählen. Ich nehme an, Ihre drei Kinder sind da eingenossen, schon davon, oder schon früher? Ja, ich habe Ihnen früher jeden Abend eine Geschichte erzählt, eine neue Geschichte. Oder? Da sind wir am Abend, irgendwann 8 oder so, wo sie ins Bett haben müssen. Manchmal bin ich eingeschlafen, sie sind wach geblieben, aber sind wir auf das Bett und haben dunkel gemacht, weil nur in der Dunkelheit sind mir die Idee gekommen. Und dann habe ich einfach so eine Geschichte angefangen, spontan erfinden. Manchmal haben sie mir gesagt, aber die Geschichte hast du schon mal erzählt, ich habe es gar nicht mehr gewusst. Ja. Oder? Ich meine, sie gibt immer eine neue. Aber das ist schon so, ja, sie sind in Genuss gekommen von dem. Und für mich war es auch normal, das zu machen können. Und die Väter haben gesagt, oh, das ist aber super cool. Und auch die Mütter. Also für mich war das, wie gesagt, etwas, was ich gerne gemacht habe.
habe gesagt, Sie haben jetzt gerade vor kurzem mit Vernissage gehabt vom zweiten Buch und das dreht sich alles um Identität. Mhm. Es geht darum, dass das oberste Ziel ist, sich selber zu akzeptieren. Mhm. Wie fest im Reinen sind Sie mit sich? Es ist eine Lebensaufgabe. Und man wird sehr viel abgelenkt, oder? Von dem, von sich selber, von dem, was man durch Träume, die man hat, oder als Kind. Man sagt ja, Kindesträume, das soll man verfolgen und umsetzen, aber ich glaube das nicht unbedingt, weil ich betrachte mich als ein Realitätskünstler. Das heisst, ich observiere die Realität und probiere, meine Träume der Realität anzupassen und nicht die Realität meiner Träume. Das ist der Versuch, es klingt nicht immer, aber das ist etwas, wo man das ganze Leben daran arbeiten kann. Und das ist, also Sie sind Unternehmer, Sie sind eben Autor. Was treibt Sie an? Ich habe mich auch gefragt, wann finden Sie noch Zeit, auch noch ein Buch zu schreiben? Das ist eine Riesenleistung, oder? Was ist der Antrieb? Also für wer schreiben Sie heute im 2024? Also man hat mich gefragt, ob das müssen sein, dass ich das erste Buch schon geschrieben habe. Und ich habe gesagt, nein, für die anderen weiß ich nicht, für mich hätte es müssen sein. Ja, oder? Das sind einfach so Geschichten, die ich in mir habe, Betrachtungen, die ich gerne mitteile. Ich führe auch ein bisschen so im Geschäft, dass die Leute ich probiere Geschichten zu sehen, Zusammenhänge zu sehen, wo andere nur Zahlen sehen. Mhm. Und das ist, halten nicht jeder gleich gut aus, aber die, die noch mit mir zusammen sind, die halten das offenbar gut aus. Und wie gut klappt das aus Ihren Augen, wenn intern, wenn Sie sagen, es geht darum, dass... Ja. Ich glaube, es klappt, weil es ist authentisch. Oder? Es muss jeder mit seinen Stärken führen. Jetzt ein anderer führt anders. Ich will nicht sagen, dass so muss man führen, aber ich muss es so führen und darum klappt es. Mhm. Daniel Bloch, wir kommen langsam in die Schlussrunde und ich stelle all meinen Gästen immer die letzte, die gleiche Frage. Wir haben hier noch ein Foto von Ihnen als junger Mann. Stand heute mit der ganzen Erfahrung, die Sie heute haben, was würden Sie im Daniel Bloch auf dem Foto mit auf den Weg geben? Wenn ich jetzt könnte ich sagen, ich würde mir auch nicht allzu viel wollen sagen, weil ich habe es gut gefunden, dass ich meine Erfahrungen machen konnte, in die Zukunft dürfen. Und ich finde, bin froh, dass mir niemand gesagt hat, der die Zukunft schon kennt hat, wie sie wird sein. Und darum würde ich dem gar nicht viel sagen. Daniel Bloch, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Merci vielmals, Adam. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es mit dem Commit After Work, unserem ganz persönlichen Business Talk. Sind Sie als nächstes Mal wieder mit dabei oder miteinander? After Work. Der Business Talk ist euch präsentiert worden von Commit. HR einfacher, digitaler, schneller und das zu einem unschlagbaren Preis.